Sehr geehrte Zuseher, Adalbert Stifter, der oberösterreichische Schriftsteller, wurde heute in Linz gesehen. Und das, obwohl er seit 1868 tot ist. Es liegen uns bereits 5 Augenzeugenberichte vor. Jetzt vor dem Mikrofon Herr Doppler. Herr Doppler, was ist geschehen? Es war der Adalbert Stifter, ganz eindeutig. Ich habe ihn erkannt an seinem Bart, einen Zylinder hat er aufgehabt und sein altmodisches Gewand. Adalbert Stifter war hier. Aber was macht er hier in der Gegenwart? Adalbert Stifter, der Dichter und Maler. Wo er jetzt ist, wissen wir noch nicht. Hallo. Ich muss mir jetzt einmal alle notwendigen Informationen besorgen, die ich für diese Story brauche. Puh, es ist ja alles so irre, dass ich eigentlich gar nicht weiß, wo ich anfangen soll. Puh, okay, am besten am Beginn. Also, wo ist er denn geboren, der Herr Stifter? Stifter Adalbert? Ah, 1805 bis 1868. Geboren in Oberplan, Horniplana, Böhmen, heute Tschechische Republik. Aha, da hat er also seine Kindheit verbracht. Und was für eine Kindheit das war. Den Böhmerwald als Spielplatz vor der Haustür, Luftverschmutzung und Verkehrslärm noch mehr als 100 Jahre entfernt, Bertel war gern in der Natur und interessierte sich für alles Mögliche. Was ihm gefiel, nahm er mit. Zu Hause sammelte er seine Schätze mit größter Liebe und Sorgfalt. In vielen seiner Erzählungen wird sich Stifter später an seine böhmische Heimat erinnern. Eine glückliche Kindheit, die allerdings plötzlich zu Ende war, als sein Vater bei einem Unfall ums Leben kam. Bertel! Bertel, der Vater ist gestorben! Bertel war damals 12 und nichts wurde mehr wie zuvor. Also das erklärt noch lange nicht, was der Stifter in der Gegenwart zu suchen hat. Ist er ein Hirngespinst oder ein Geist? Danke. Tschüss dann. Ciao. In Kremsmünster ist der Stifter ins Gymnasium gegangen. Vielleicht werde ich dort schlauer. Sigi, halt! Wir müssen morgen nach Kremsmünster. Adalberts Großvater bemühte sich darum, dass der Bub mit 13 im Stiftsgymnasium aufgenommen wurde. Grüß Gott. Und Sie müssen der Bertel sein. Herzlich willkommen im Stift Kremsmünster. Er wird sicher ein fleißiger Schüler. Bertel kam in eine völlig neue Welt, aber die nächsten Jahre wurden die schönsten in seinem Leben. Wahnsinn! Man muss sich vorstellen, welchen Eindruck das Stift auf den Burschen vom Land machte. Allein die riesige Sternwarte mit ihrer Sammlung von exotischen Tieren, Pflanzen und Steinen, astronomischen und physikalischen Instrumenten. Adalbert begann sich für die Wissenschaften zu interessieren und war meistens Klassenbester. Seine Lehrer brachten ihn zur Literatur und Malerei und der Bub wagte sich bald über eigene Gedichte und Aquarelle. Stifter war so begabt, dass ihm angeraten wurde, zu studieren. Wo? Na, in Wien.
Sich in Wien auf die Spuren Stifters zu begeben, ist keine leichte Sache. Fast 20 Mal hat er zwischen 1826 und 1848 seine Wohnung gewechselt, weil er öfters in Geldnöten war und umziehen musste und eine, naja, noch schäbigere Unterkunft bekam. Das Jusstudium brach er nach einigen Jahren ab und schlug sich als Hauslehrer in adeligen Kreisen durch. Gelegenheitsjobs, würde man heute sagen. Stifter wollte nicht Beamter werden, sondern fühlte sich zu Wissenschaft und Kunst berufen. Stifter hatte in Wien erste dichterische Erfolge. Es war das Zeitalter des Biedermeier und die Menschen lasen gern seine Erzählungen über Künstler, vorbildliches Leben, Naturverbundenheit und Liebe. Stifter war ein Meister in der Kunst des Formulierens und verzauberte sicher so manches weibliche Herz. Anderen bereitete er eher Kopfzerbrechen. Sehr geehrte Zuseher, Adalbert Stifter, der oberösterreichische Schriftsteller, wurde heute in Linz gesehen. Und das, obwohl er seit 1868 tot ist. Adalbert Stifter war hier. Aber was macht er hier in der Gegenwart? Adalbert Stifter, der Dichter und Maler, wo er jetzt ist, wissen wir noch nicht. Also in Wien und Kremsmünster habe ich ja schon einiges über Stifter erfahren. Und ich habe irgendwie so das Gefühl, dass Stifters Geheimnis mit der Liebe zu tun hat. Wie schaut's denn eigentlich mit Stifters Liebesleben aus? Verheiratet war er ja nur einmal mit Amalia Mohaupt. Sehr geehrtes gnädiges Fräulein, Sie haben sicher viel recherchiert über mein Leben, aber anscheinend etwas doch nicht herausgefunden. Entschuldigen Sie, wenn ich Sie erschreckt habe. Das war nicht meine Absicht. Grüß Gott. Stifter. Stifter? Der Stifter? Adalbert Stifter. Puh, bitte. Ich mache kein Geheimnis daraus. Ja? Es gab noch eine Frau in meinem Leben. Fanny. Fanny Greipel aus Friedberg, auch im Böhmerwaldgebiet. Sie war die große Liebe meines Lebens. Oder nein, sie ist sie immer noch. Moment mal, stopp. Wollen Sie sagen, Sie haben die eine geliebt, aber die andere geheiratet? Naja, aus der Liebschaft wurde nichts. Fannys Eltern waren wohlhabend, ich aber ein armer Student und zumindest, weil ich Fanny keine Sicherheit bieten konnte. Im 19. Jahrhundert war das eben anders als heute, im 21. Aber das ist ja verrückt. Das würde heute niemand mehr machen. Ja, richtig. Amalia habe ich dann in Wien kennengelernt und es hat sich einfach so ergeben. Fanny hat auch geheiratet. Aber immer, wenn ich von der Liebe geschrieben habe, war Fanny in meinem Kopf. Oje, das ist aber eine traurige Geschichte. Und eine traurige Zeit. Die Revolution von 1848 machte Stifter Angst. Er fürchtete die Zerstörungswut und die Machtgier der Menschen. Stifter übersiedelte ins ruhige Linz und bezog eine große Wohnung im heutigen Stifterhaus. Amalia brachte ihre Nichte Juliana als Ziehtochter mit. Eine Zeit lang waren die Stifters eine richtige Familie. Hier in Linz ging es in Sachen Geld bergauf. 1850 wurde ich zum Inspektor der oberösterreichischen Volksschulen ernannt und ein paar Jahre später sogar zum Schulrat. Ein hohes Amt. Ein Amt? Stifter überhäufte sich geradezu mit Ämtern. Neben der Schulinspektion begründete er,
die Landesgalerie, die Linzer Realschule, schrieb an den bunten Steinen am Nachsommer, schrieb ein Lesebuch für humane Bildung, schrieb für Zeitungen und, und. Als Kunstkonservator übernahm er die Restaurierung des Käfermarkter Flügelaltares. Deswegen war er beruflich viel unterwegs, mit Pferdeeisenbahn oder Kutsche. Das klingt heute zwar lustig, war aber eine anstrengende und staubige Angelegenheit. Grüß Sie Gott, Herr Stifter. Grüß Gott, meine Verehrung. Stifter wurde eine angesehene, gern gesehene und bekannte Persönlichkeit. Und warum, Herr Stifter, sind Sie jetzt hier? Verehrtes Fräulein, von manchen Menschen bin ich zu Lebzeiten als biedermeierlicher Blumen- und Käferpoet belächelt worden. Heute aber werden meine Werke gern gelesen. Und das erweckt mich zum Leben. Ich bin heute vielleicht sogar lebendiger als früher. Herr Stifter, ich zeige Ihnen was. Sie werden staunen. Schauen Sie, Herr Stifter, das ist aus Ihrer Wohnung geworden. Das war mein Arbeitszimmer. Ja, und heute ist es ein Museum über Sie. Ein Museum? Über mich? Mein Gott. Meine Möbel. Nur der Tisch, der stand anderswo. Wissen Sie, Fräulein, da ist so viel entstanden. Die vielen Erzählungen, meine Romane, die Briefe. Ja, und das Bild. Achtung! So wertvoll? Ja. Bitte, setzen wir uns. Bitte. Danke. Hier war meine kleine Welt. Und da habe ich mir immer gedacht, wenn ich einmal im Ruhestand bin, dann habe ich Zeit. Dann fangen meine Schreiberei und die Malerei erst so richtig an. Die glücklichsten Jahre waren aber vorbei. Juliana beging Selbstmord, als sie 18 war. Adalbert und Amalia waren wieder allein. Stifter litt unter den Lasten seines hohen Amtes und hatte kaum Zeit zum Malen und Schreiben. Immer mehr zog er sich verbittert in seine kleine Welt zurück. Mit Amalia fand er keine gleiche Wellenlänge. Für seine Bücher hat sie sich nicht interessiert. Aber dafür hat Amalia kochen können. Kommen Sie mit, ich lade Sie ein. Mit? Wohin? Ins 19. Jahrhundert, in meine Zeit. Ja, Amalia dürfte soeben das Mittagsmahl zubereiten. Wie bitte? Ja, bitte. Nehmen Sie doch Platz. Danke. Mann, oh Mann, oft hat sich der Tisch gebogen unter Amalias Köstlichkeiten und Adalbert konnte nicht Nein sagen zu Suppe, Spargel, Rindfleisch, Taube, Hase, Huhn. Schmeckt's? Frankfurter, die er sich extra aus Wien kommen ließ. Auch Alkohol trank er mehr als ein Durchschnittsbürger. Wasser? Mhm.
Zum Essen würde ich ja lieber ein Glas Wein mit Ihnen trinken. Aber wir sind ja in einem Unterrichtsfilm. Ein Gang reichte meist nicht, denn der stifterische Appetit war ein großer. Kein Wunder, dass er früh krank wurde. Diagnose: Leberzirrhose. Pensioniert wurde Stifter aufgrund seiner Leiden schon mit 60. Aber am schlechten Gesundheitszustand änderte sich nichts. In Kirchschlag, wo er im Winter auf Erholung war, vollendete er seinen größten Roman, den Wittiko, und machte die Mühlviertler Gemeinde durch die Winterbriefe aus Kirchschlag bekannt. Auch sein Winter war gekommen. Sagen Sie, Herr Stifter, wollen Sie nicht morgen eine Fernsehsendung mit mir machen? Eine Fernsehsendung? Mhm, ja. Meinen Sie das im Ernst? Sehr geehrte Zuseher, das Geheimnis um Adalbert Stifter ist gelüftet. Wie wir ja berichtet haben, ist der längst verstorbene oberösterreichische Schriftsteller mehrmals in den letzten Tagen gesehen worden. Wir haben ihn heute hier im Studio. Wo ist denn der Stifter? Nicht gekommen. Herr Stifter? Hey! Ich habe Sie bereits erwartet. Wirklich? Wieso das? Sie haben gründlich gearbeitet. Da wollen Sie doch den Schülerinnen und Schülern die letzte Station meines Lebens nicht vorenthalten. Wie? Wie ist es denn passiert? Naja, Sie waren schon sehr krank und in einer Nacht, da haben Sie sich dann das Messer an die Kehle gesetzt. Na, und was ist jetzt mit unserer Sendung? Sehr geehrte Zuseher, entschuldigen Sie bitte die Unterbrechung, aber das Rätselraten um Adalbert Stifter geht weiter. Eine junge Mitarbeiterin unseres Senders ist dem Geheimnis auf der Spur, aber derzeit unauffindbar. Bei uns geht es jetzt weiter mit dem aktuellen Programm.